Nachdem ich schon in den letzten Wochen meine Umfrage zu The Sims 4 gestartet habe, möchte ich jetzt die Ergebnisse genau festhalten und auch meine angekreuzten Antworten präsentieren. Viel Spaß beim Ansehen! Zuallererst, ich war wirklich überrascht, wie viele von euch überhaupt mitgemacht haben. Insgesamt wurden mehr als 4000 Antworten abgegeben, mit denen man also ein doch recht repräsentatives Ergebnis für meine Community herausbekommen sollte. Zuallererst wollte ich von euch wissen, wer mit welchem Sims-Teil gestartet hat. Hier lag die Sims 4 mit 41% sehr weit vorne, die anderen drei Teile waren mit jeweils einem Prozentpunkt ein wenig mehr abgeschieden. Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass ich hauptsächlich fast nur Inhalte zu The Sims 4 und nicht zu älteren Teilen bringe. Bei mir war es auf jeden Fall einmal The Sims 2 gestrandet auf der PlayStation 2 und dann später auch noch The Sims 2 dann auf dem PC direkt, also ist es hier auf jeden Fall The Sims 2. Mit der zweiten Frage wollte ich herausfinden, in welchem Jahr ihr so mit The Sims 4 angefangen habt. Viele von euch waren direkt von Anfang an mit dabei, aber auch das Jahr 2017 brachte einige neue Spieler. Vielleicht kann man hier einen Zusammenhang mit den wieder hinzugefügten Kleinkindern sowie den Hunde und Katzen herstellen, die vielleicht einige Sims 3 Spieler dann zum neuesten Teil der Reihe bewegen konnten. Mit The Sims 3 habe ich auf jeden Fall mittendrin gestartet, das müsste so zu Late Night, Lebensfreude, irgendwas so dazwischen gewesen sein. Aber bei The Sims 4 war ich auf jeden Fall direkt von ganz am Anfang dabei, 2014, und habe auch direkt mir alle Packs geholt und ja. Weiter habe ich euch gefragt, wie viele Packs ihr für The Sims 4 besitzt. Hier war ich wirklich extrem überrascht. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder die Umfrage wahrheitsgemäß ausgefüllt hat, haben die meisten Spieler so gut wie alle DLCs für The Sims 4. Das würde dann auch bedeuten, dass jeder von diesen mehr als 500 Euro für alles hingeblättert hat, also doch ein recht stolzer Preis. Immerhin kommen aber auch 21% von euch mit weniger als 5 Erweiterungen aus. Boah, also als jemand, der eine The Sims 4 Fanseite und einen The Sims 4 YouTube Kanal betreibt, muss man glaube ich auch schon alle The Sims 4 Packs haben. Aber auch so zu Gartenspaßzeiten, wo ich dann frisch angefangen habe, hatte ich auch schon alle Packs, also habe ich auf jeden Fall mir alles geholt, was es für The Sims 4 gibt. Jetzt ging es weiter mit dem eigentlichen Gameplay. In The Sims 4 spielen die meisten von euch im Live-Modus, ein Drittel verbringt die meiste Zeit im Baumodus. Nur vergleichsweise weniger Spieler benutzen oft den Erstelle einen Sim-Modus, was ich mir eigentlich auch so gedacht habe. Also mein Spezialgebiet ist auf jeden Fall der Live-Modus, wo ich mir eigentlich immer am meisten Zeit für nehme und auch, glaube ich, am besten Bescheid weiß von allen drei Modi, die es ja in The Sims 4 gibt. Als nächstes wollte ich mehr über eure Haushalte in Willow Creek, Oasis Springs und Co. herausfinden. Die meisten von euch spielen mit einer großen Familie, danach mit einzelnen Sims und Pärchen. Nur 23% aller Spieler wagen sich an kleine oder größere WGs heran. Ich erstelle meistens eigentlich entweder eine kleine Familie oder eine WG. Also bin ich eher in der Minderzahl, deswegen würde ich jetzt eher mal sagen, ich erstelle öfters WGs, weil ich habe nicht so viele Familien, aber ja. Beim allgemeinen Spielestil wird es dann schon etwas eindeutiger. Der Großteil aller Spieler versucht, mit den Sims kleinere Geschichten nachzuspielen und den allgemeinen Stammbaum der Sims zu erweitern. Nur ein relativ kleiner Teil mit 5,9% macht den Sims das Leben schwer und verbreitet Chaos. Die Challenges und das Spielen mit der eigenen Sims-Familie findet im Spiel auch viel Verwendung. Also ehrlich gesagt, bleibt genau eine Möglichkeit und das sind die Geschichten mit den Sims. Die anderen drei Sachen mache ich eigentlich gar nicht, also ist das auf jeden Fall das, was ich mit den Sims am meisten mache. Ebenfalls sehr interessant fand ich die Frage, was ihr euch so für Features als großes Sims-Update wünschen würdet. Hier wart ihr euch gar nicht so einig, obwohl natürlich eine offene Welt mit doch weitem Abstand vorne war, welches von 27,7% gewünscht wurde. Natürlich wären aber alle Features im Spiel schön, von dem die offene Welt aber wohl leider das unrealistischste bleiben wird. Boah, alle Features davon hätte ich natürlich gerne. Die Babys sind mir sogar relativ egal, aber am liebsten hätte ich sogar, glaube ich, das Erstelle ein Weltentool. Das wäre, glaube ich, mir am wichtigsten. Eine offene Welt wäre auch gut, ist extrem unrealistisch, wird wahrscheinlich nie in The Sims 4 reinkommen, aber so eigene Regionen erstellen fände ich auf jeden Fall ziemlich cool. Auch bei dieser Frage konnte ich schon relativ gut voraussehen, wie sie wohl ausfallen wird. Auf die Frage, ob ihr eher mit den vorgefertigten Haushalten oder eigens erstellten Sims spielt, haben 88% für die Eigenkreation gestimmt.
Früher habe ich auf jeden Fall immer ausschließlich eigene Haushalte erstellt, aber jetzt manchmal, wenn ich zum Beispiel Screenshots oder so für irgendwas machen will oder Videos aufnehmen, nehme ich auch manchmal schon die vorgefertigten Sims, aber spielen tue ich eher mit den eigenen Haushalten. Einer der letzten Fragen war, wie ihr eure eigenen Häuser einschätzen würdet. Hier würden 39% von euch ihre Häuser als mittelmäßig bezeichnen, immerhin 30,2% halten sich für gute Baumeister. Insgesamt also doch eher positiv eingestellt. Boah, ich habe letztens ja einen Livestream gestartet, der hieß, ich beweise euch, dass ich nicht gut bauen kann. Deswegen würde ich sagen, dass ich ganz okay bauen kann. Ich fand mein Haus eigentlich ganz cool, aber wenn man das so mit anderen Häusern vergleicht, ist es auf jeden Fall noch deutlich ausbaufähig, würde ich sagen. Und zum Abschluss noch die Auflösung für die Frage nach den Modifikationen. Erstaunlicherweise spielen 40% von euch komplett ohne Mods, was mich bei den vielen Kreationen der Community doch ein wenig überrascht hat. Immerhin 21% können nicht genug von den Modifikationen im Spiel bekommen. Die letzte Frage. Früher habe ich tonnenweise Mods benutzt, aber mittlerweile habe ich gar nichts mehr im Spiel. Das liegt hauptsächlich einfach nur daran, dass mir dieser ganze Mods-Ordner mal abhanden gekommen ist und seitdem habe ich mir nicht die Mühe gemacht, da nochmal alles runterzuladen. Und meine Lieblings-Mods-Seite, die meistens 4-Block war, gibt es leider jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Die machen auch schon seit Jahren, haben die nichts mehr geteilt, also bin ich aktuell ohne Mods unterwegs. Vielen Dank für alle, die an meiner Umfrage teilgenommen haben. Habt ihr mit diesen Ergebnissen gerechnet? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich fand es in der Auswertung wirklich spannend zu sehen, wie ihr so die Sims 4 spielt. Also dann, bis zum nächsten Video.